Hallo Leute und herzlich willkommen zu Cooking Simulator. Hier wieder in Italien. Heute bestellen wir direkt wieder was. Also, andere Leute bestellen es. Okay, was gibt's denn? Caprese. Oh, scheiße, wir müssen Pesto noch machen. Okay, ich würde sagen, wir machen aber das erstmal die ganzen Zutaten hier, der Rest und dann die Soße. Dann holen wir jetzt erstmal wieder alles aus dem Keller. Warte mal, wir können das hier wieder anpinnen. Holen wir erstmal kurz alles aus dem Keller, was wir brauchen. Ja, die Frage ist, aber der Mozzarella ist da bestimmt hier, oder? Brauchen da die Büffelmozzarella? Ja, ich sehe halt nichts. Ah, hier, oder? Genau, eine Büffelmozzarella. Alter, die sieht einfach aus wie so ein Buttertopf. Okay, gut, dann haben wir eigentlich, oh Gott, haben wir eigentlich alles. Okay, das hier wird nur geschnitten, das kommt hier rein. Okay, genau, perfekt. Ja, du kommst auch einfach hier. Okay, was brauchen wir noch? Wir brauchen noch Basilikum auf jeden Fall. Ja, scheiße, wir nehmen jetzt einfach das große. Ach so, das ist einfach dann sonst das Deko. Also nicht Dekoration, sondern halt sonst als Zutat. So, ihr kommt alle da rein. Wir brauchen noch so ein Ding, so eine hier, genau. Keine Ahnung was. Auf jeden Fall müssen die auch geschnitten sein. Ein bisschen wenig, aber egal. okay, als nächstes müssen wir die Pesto machen. Okay, dann haben wir, können wir das hier auch direkt wieder anpinnen. Okay, erstmal Oliven. Ja, das war jetzt natürlich dumm, dass ich das in der letzten Folge weggeschmissen habe. 800 Milliliter. Zweiter Tag. Komm schon, noch ein Milliliter. Oh nein, zwei, scheiße. Basilikum, da musst du jetzt hier wieder rein. Digga, wie viel das da rein muss, ist ja nicht mehr normal. Dritter Tag. Endlich alles drin. Dann holen wir noch kurz Parmesan, Walnüsse, Knoblauch. Okay, hier wieder. Ah ne, das ist gerade Padano. Wo ist mein Korb? Wow. Ja, Parmesan, Käse. Wo haben wir denn Walnüsse, Digga? Die gibt es sogar Marshmallows. Ja, Digga, was, also, wo finden wir denn Walnüsse, Digga? Bin ja komplett lost. Ja, egal, gehen wir einfach hoch, das ist bestimmt oben. Oder sonst können wir es ja kaufen. Also oben ist es hier ja wahrscheinlich nicht, aber wir können es dann zumindest kaufen. Warte mal. Korb. Hallo? Oh, nein, jetzt ist alle auf dem Boden. Ah, ne, ist noch drin. Okay, Glück gehabt, du kommst alles hier rein. Fuck, ich habe zu wenig Knoblauch. Warte mal, ich habe jetzt einen Knoblauch, glaube ich, zu viel. Digga, wieso spinnen denn die so? Oh scheiße, jetzt ist zu viel, nein. Oh Gott, ja, keine Ahnung, scheiß drauf. Digga, aber wo zur Hölle gibt es denn Walnüsse? Ich finde die nicht. Ach so, lol, die sind hier. Ja, die hatte ich doch gar nicht gesehen, Alter. Ja, die kommen auch mal hier rein. Okay, jetzt natürlich noch Salz und Pfeffer. Oh scheiße, das hätten wir nur 5 Gramm sollen. Ja, egal, scheiß drauf. Die Soße ist doch eh schon verloren. To be honest. Hoffe, das kommt jetzt einigermaßen gut. Oh, okay, aber es ist noch grün und es steht auch noch Pesto. Das ist schon mal gut. Okay, dann können wir jetzt zurück zu unserer. Oh, warte mal, was? Hier, zu unserer Caprese Pizza. Okay, warte mal. Oh nein, nein, nein. Oh Gott, Junge, wieso fällt heute alles auf den Boden? Ich glaube, ich habe jetzt wieder alle Teige, ja. Du wirst ausgerollt. So, jetzt. Nee, Digga, ich will kein Spiegel, ich will Pesto. Pesto, Pesto. Oh, das sieht so ekelhaft irgendwie aus. So ekelhaft grün, Junge. Okay, Büffelmozzarella. Kommt, 240 Gramm. Perfekt, Digga, die ist ja übel fett, Junge. Okay, dann die Cocktailtomaten. Und jetzt noch Basilikumblatt. Oder eher Basilikumblätter. Okay, perfekt. Eigentlich sollte da jetzt alles drauf sein. Das heißt, das Ganze kommt wieder in unseren Ofen. Lecker auf jeden Fall. Okay, wir müssen jetzt noch mal ein bisschen heizen, weil das Ganze ist wieder, ja, kalt geworden schon fast. Okay, jetzt ist gerade vielleicht ein bisschen heiß, wobei es ist noch im grünen Bereich. Wir nehmen auch ein mittleres Teller. Haben wir das schon? Gut, ja, wir warten jetzt kurz, bis die Pizza fertig ist. Vierter Tag. Zack, und die ist fertig. Dann nehmen wir sie raus. So, perfekt. Boah, eigentlich, also es sieht halt auch wieder so geil aus, ne? Dieses Spiel, die Pizzas, oh mein Gott. Die sehen so sick aus. Ich hab Hunger. Okay, du kommst jetzt hier rauf und ja, weg von hier. Ach scheiße, Uhrzeit. Fuck, wir hatten ein bisschen länger als 10 Minuten. Wegen dem haben wir nur 4 Sterne von 5. Ja, aber ist doch eigentlich gut. 125 Cent. Oder keine Ahnung, was ist das für Geld? Ich wahrscheinlich gar nicht Cent, aber naja, keine Ahnung. Wie dem auch sei. Ja, Leute, das war's mit dieser Folge. Guck, ich sehe. Oh mein Gott, warte mal, ist das hier Salz? Oh ne, das wäre so geil, wenn wir die benutzen können, die Pfeffermühlen. Okay, egal. Ja, das war's mit dieser Folge Cooking Simulator. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like und ein Abo da. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal, Leute. Ciao.
Thank you.